Was sind eigentlich die Kommunalwahlen? In Deutschland herrscht eine Demokratie. Das heißt, dass das deutsche Volk seine Regierung frei wählen darf. Alle 4 Jahre finden in den sogenannten Kommunen, das heißt Landkreisen und Gemeinden, die Kommunalwahlen statt. Bei den Kommunalwahlen bekommt jeder Wahlberechtigte einen Wahlberechtigungsschein. Ohne diesen darf man nicht wählen. Mit der Kommunalwahl wählt man den Ortsrat und den Gemeinderat. Die kommunalen Parlamente regeln zusammen mit der Verwaltung die örtlichen Aufgaben. Sie entscheiden, ob ein neuer Kindergarten oder eine neue Schule gebaut werden soll. Sie regeln die Strom- und Wasserversorgung und kümmern sich um die Menschen. Die Kommunalwahlen werden durch die jeweiligen Bundesländer geregelt. So kommt es vor, dass einige Bundesländer das Wahlrecht mit 16 besitzen, andere jedoch nicht.